2015 kamen hunderttausende Menschen über die Balkanroute in die Europäische Union, bis sie 2016 de facto geschlossen wurde. Mittlerweile versuchen es viele Flüchtlinge über Bosnien. Mehr als 5000 wurden seit Jahresbeginn hier erfasst. In Bussen reisen sie von der Hauptstadt Sarajevo nach Bihać, um von dort über die Grenze nach Kroatien und weiter Richtung Norden zu gelangen. Freiwillige versorgen die Menschen mit dem Nötigsten, staatliche Stellen tun sich schwer. Die Menschen hier haben das Herz und den Willen dazu, die Migranten zu retten. Aber dies ist ein Problem, das den Staat betrifft. Und der Staat sollte eine Antwort darauf finden, dass diese Probleme vernünftig gelöst werden. Die EU hat Bosnien im Juni 1,5 Millionen Euro Nothilfe zur Verfügung gestellt, um die Flüchtlinge zu versorgen. Damit sollen Nahrung, Unterkünfte und medizinische Versorgung finanziert werden. Für viele bringt diese Unterstützung jedoch nur wenig. Sie nehmen immer größere Risiken in Kauf, um in die EU zu gelangen. Ein Afghaner ertrank auf diese Weise in einem Grenzfluss zu Kroatien. Vor 10 Tagen hat eine Gruppe von Leuten versucht, über die Grenze nach Kroatien zu kommen. Aber in der Nacht hatten sie den Fluss nicht gesehen, das Wasser, und trotzdem versucht, rüberzukommen. Eine Hilfsorganisation kümmerte sich um die Beerdigung des Afghanen. Nun liegt sein Körper an dem Ort begraben, den er eigentlich um jeden Preis verlassen wollte.